Moin Moin, willkommen zurück bei Addicted. Ja, ich bin mal wieder da. Hat auch einen Grund, warum ich wieder da bin. Also ich war nie weg, aber ich mache jetzt endlich mal wieder ein Video. Und zwar ist mir heute, ja, ich habe neue Lipos und die möchte ich euch einmal zeigen. Machen quasi ein Unboxing, nicht komplett, aber es ist schon offen. Und wir gucken rein. Und jetzt sehen wir auch gleich, von wem die kommen. Und zwar von Team Undercover Lipo. Ja, Team Undercover Lipo Power. Sehr schön, dass hier Aufkleber dabei sind. Super, danke schön dafür, Thomas. Ich brauche, oder sagen wir mal so, ich benötige ja bessere Lipos für meine GT-Serie. Jetzt habe ich Lipos, die von Nosram habe ich mit 7500 mAh sind nicht so der Hit. Neulich haben sich zwei verabschiedet. Die wurden dann regelrecht, was heißt regelrecht, so wie es soll, entladen und entsorgt. Ich habe noch zwei Paar Gens Ace Lipos mit 6500 mAh. Wohlgemerkt alles 2S Lipos. Und immer mit 5 mm Goldbuchse. Ganz, ganz wichtig. Die machen sich gut, sind aber eher so die Trainingsakkus, sind jetzt nicht so die Wettbewerbsakkus. So, jetzt habe ich hier Lipos, wie gesagt, von Team Undercover. Die kamen übrigens ganz, so wie es verschickt werden soll. So, wir machen einen auf. Reicht da einer? Das sind beides dieselben. Da ist mein Beipackzettel. Richtig schön. Gesundheitsgefahren, Lagerung, Ladevorgang und Pflege, Garantie und Gewährleistung. Und alles hier schön beschrieben auf Deutsch und in Englisch. Finde ich gut. Ist nicht bei jedem Lipo so dabei, sondern eher so sehr kleingedruckt. Hier ist das wirklich für jeden sehr deutlich lesbar. Hier gibt es sogar eine Telefonnummer. Für die Vergiftungszentrale. Ja. Gut. Kann man mal mit sich führen, ist gar nicht so verkehrt. Falls mal Fragen aufkommen. Hier sind sogar noch Aufkleber bei. Das finde ich ja geil. Wann hat man das denn mal bei Lipos? Dass da mal wirklich Aufkleber bei sind. Okay, ja gut, ich freue mich. Wir als Modellbauer freuen uns immer über Aufkleber, ne? Jeder andere fragt man, warum freut er sich über Aufkleber? Ey? Damit können die Autos zugebappt werden, ne? So, hier haben wir einen T-Plug. Der wird natürlich so schnellstmöglichst entfernt. Schön, also wir haben hier wirklich ein mitgeführtes Kabel. Hier am Ende T-Plug und Balancer-Stecker. Wir haben 5 mm Goldies dran und den Balancer-Stecker. Und dass hier schon die 5 mm Goldies dran sind, finde ich sehr, sehr geil. Kann man sehr gut nutzen. So, jetzt gucken wir uns an. Und jetzt kommen wir auf die Daten der Lipos. Und jetzt wird es nämlich interessant. Das ist nämlich das, weswegen ich die unbedingt haben wollte und testen möchte. Vor allem ganz, ganz wichtig testen. Und zwar haben wir 7500 mAh und 180 C Entladerate. Also, das ist schon eine Hausnummer. Sind eigentlich relativ neu, oder was heißt relativ neu? Sie sind sehr neu bei Team Undercover. Sind jetzt die neue Reihe mit den 5 mm Buchsen und sollen noch mal leichter gemacht worden sein. Von 300, circa 330 auf 300 Gramm. 60 Gramm? Weiß nicht, also. Ob das, ich kann mir vorstellen, dass das was ausmacht. Ne? Irgendwann ist es nämlich so weit, dass alle auf der Rennstrecke gleich schnell sind. Und dann kommt es nämlich darauf an, wer das leichtere Auto und wer kommt voran. Ne? Ja, ich freue mich. Ich finde das sehr geil. Sehr netter Kontakt übrigens, Herr Thomas Felke. Also wirklich kann man sich sehr schön unterhalten mit dem Herrn. Sehr hilfsbedürftig. Hilft einem in jeder Lage, wo man nur möchte. So.
The charge current can't exceed 2C only. 2C only use a LiPo poly. Okay, alles klar. Gut. Ja, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall, also ich werde so ein bisschen diesen LiPo mit den Nosram LiPos und den GensAce LiPos, auch wenn die jetzt nicht dieselbe Milliampere-Stundenzahl haben, ist aber eigentlich halb so wild. Es geht halt darum, wie die sich verhalten. Die GensAce werde ich so ein bisschen nebenbei machen. Ich werde die jetzt vergleichen hier mit den Nosram, was einfach jetzt hier, vielleicht komme ich noch an Aeromax ran oder IP-LiPos, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich möchte es auf jeden Fall testen. Gucken, wie ist der Innenwiderstand von den LiPos vor dem ersten Fahren, nach dem ersten Fahren und nach dem 20. Fahren. Da werde ich es so machen. Und das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ja, heute ist der 1. November. Heute ist der 1. Heute ist der 1. Heute ist der 2. November. Heute ist der 2. November. Und das ist natürlich jetzt mit Fahren ein bisschen schwer. Wir können natürlich hier ins Glashaus ausweichen, aber da muss natürlich auch müssen ein paar Jungs dabei sein. Wir müssen uns alle eintreffen. Ich fange jetzt auch wieder an, versprochen. Ich war sehr lange weg. Ich habe jetzt einen Monat lang mich gar nicht gemeldet oder sehr, sehr sporadisch. Und ich bin quasi wieder da. Ich fange wieder an. Auch wenn Winter jetzt kommt, aber es geht. Wir haben noch das Glashaus. Ist ja die Halle da. Und so kalt ist es noch nicht. Es ist nur nass draußen. Ja, ich bin wie gesagt gespannt auf die LiPos. Ich freue mich. Und nochmal vielen Dank, Thomas. Nochmal hier reingucken. Es sind wirklich zwei LiPos da. Die Aufkleber kommen weg. Und dann haben wir hier den zweiten LiPo mit dem zweiten Kabel. Sehr schön, sehr schön. Und vor allem eins noch. Das ist nämlich das Schöne, was ich jetzt an Team Undercover so gut finde. Diese LiPos in dieser Art und Weise. Also das sind jetzt 2S 1P LiPos, nur mal so. In dieser Art und Weise, wie man sie jetzt LiPos kaufen möchte, bei anderen Herstellern, bei anderen Händlern, sind die Schweine teuer. In der Größe, also sagen wir mal so, da kostet so ein LiPo so um die 90 bis 110 Euro. Und hier kostet einer Originalpreis 74,95, also 75 Euro. 75 Euro kostet dieser LiPo und das finde ich für diese Leistung, die der hat und was man dem wirklich abverlangen kann. Ich habe ja schon Berichte gehört, mir wurde ja schon erzählt, was man damit machen kann. René Sagabe fährt die MGT und ist vollkommen zufrieden, hellauf begeistert und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, annehmbarer Preis für diese LiPos. Deswegen... Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass sie eine sehr erfolgreiche Testreihe hinter sich bringen. Dann werde ich wahrscheinlich nur noch Team Undercover LiPos fahren. Es macht schon Sinn, sich auf einen LiPo-Hersteller zu beschränken. Weil, oder was heißt beschränken, sich auf einen LiPo-Hersteller einzulassen, weil man kann immer arbeitet immer mit der gleichen Technik. Das ist immer zuverlässiger. Man hat immer das gleiche Gefühl im Kopf. Klar, könnte beim Bashen ist es was anderes. Da könnt ihr LiPos nehmen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr fahrt. Ne? Hauptsache, ihr gebt den Druck ab, den ihr erwartet. Im Wettbewerb ist es ein bisschen was anderes. Ne? Was auch noch schön ist an Team Undercover, der Thomas Felke hat China wirklich bereist, hat sich umgeguckt, ist die LiPo-Werke abgelaufen. Und hat sich jetzt überall umgeguckt. So. Und hat sich natürlich jetzt ganz genau das LiPo-Werk rausgesucht, was er haben möchte, wo er sagt, die Qualität stimmt hier. Und hat sich jetzt ein sehr, sehr gutes LiPo-Werk rausgesucht, wo er sagt, jetzt kann ich auch LiPos guten Gewissens verkaufen. Und das glaube ich ihm auch. Er war zum Beispiel im LRP-Werk und sagte, ich möchte jetzt niemandem jetzt die LRP-LiPos schlecht reden. Klar, im 1 zu 10. machen die wahrscheinlich noch immer noch gute Arbeit, aber im 1 zu 8, nee, nicht brauchbar. Nosram LiPos, nicht brauchbar. Nicht im 1 zu 8. Na. Gut, das war's jetzt. Das soll's gewesen sein. Wir sehen uns demnächst wieder. Es kommen noch andere Videos. Ich habe noch was geplant. Ich muss es nur umsetzen. Ich muss noch mit meinem neuen Programm umgehen können. Ist alles nicht ganz so einfach, aber es kommt. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.